Hey Bros, ich bin Jack Daniel und weiter geht's mit Planet Coaster. So, wir werden jetzt ein bisschen hier das Ganze, ja, grün machen. Denn ich möchte nur hier hinten so eine Art Canyon haben und wenn der Park dann hier halt eben weitergeht, möchte ich das Ganze halt ein bisschen grün haben. Hier haben wir aber auch dann eben noch diese, ja, Ecke hier, wisst ihr, also man kann hier nur bis da halt eben bauen. Das heißt, man muss hier das alles halt eben, ja, benutzen. Und ich glaube, ich habe hier am Anfang schon viel benutzt, ohne wirklich viel zu bauen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja, wir haben hier noch genügend Platz für viele, viele andere Sachen. Und ich möchte aber hier diesen Teil des Parkes, ja, hier vorne, das alles, den ganzen Rest, möchte ich grün haben. Und das machen wir jetzt auch, ja. Man kann hier zwar das Preset auswählen, dass das Ganze halt eben Canyon ist, aber ich möchte hier dennoch alles rundherum noch grün haben, weil das einfach ein bisschen besser aussieht. Ich will nicht alle. Das ist, keine Ahnung, das ist der braune Boden, der macht mich halt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Gefällt mir nicht so gut, deswegen werde ich das Ganze hier nochmal halt eben den ganzen Rest nochmal in grün nochmal machen, ja, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Ja, das ist, ich meine, ist ja scheißegal. Das ist ja ein Theme Park, da muss das Ganze nicht jetzt irgendwie realistisch sein. Da muss man nicht irgendwie 1:1 auf Realismus ausgehen. Da kann man auch ruhig mal hier so ein bisschen was Grünes da am Boden machen. So, und das werde ich jetzt auch, damit das alles ein bisschen freundlicher aussieht. So, und zwar, wenn man hier halt eben so rauskommt. So, dass hier halt dann eben hier oben alles schön grün ist. Ja, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie mich so komplett festlegen auf dieses, auf diese Canyon-Sache. Man kann auch hier aber, wie man aussieht, alles grün färben. Hier, ich kann auch die Berge, wenn ich will, grün färben. Und das mache ich auch. So, einfach mal hier so eine schöne grüne Landschaft. So. Muss ja dann keiner merken. Ich werde auch da rundherum, ja, werde ich jetzt ohnehin nochmal Berge bauen. Ja, da rundherum werden jetzt überall nochmal so Berge hochkommen. Ja, damit dann auch halt eben da das Ganze halt eben so geschlossen ist. Ja, damit dann man nicht weit sieht. Das will ich jetzt nochmal bauen. Das machen wir jetzt halt eben. Wir machen das Ganze nochmal ein bisschen grün. Wie gesagt, und auch nochmal die Bäume und, nee, Bäume machen wir noch keine, aber auf jeden Fall hier mal alles grün. So, das ist mir nämlich wichtig, denn ich finde, der sieht einfach besser aus, als hier so ein blöder, keine Ahnung, Boden. Was das ist, das ist orange oder was weiß ich, wie man das nennen kann. So, bevor ich dann nämlich weiterbaue, möchte ich halt eben schon mal, dass die ganzen Standardsachen schon mal da eben erledigt sind. Ne, wenn man von da noch reinkommt, will ich, dass das Ganze hier noch grün ist. Moment, da nochmal zurück. Denn auch da werden wir dann nochmal so, ja, Dinger hinbauen. Denn da werde ich auch nochmal so, ihr wisst schon, diese Ding da. Ich bin behindert. Berge. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. So, hier soll alles schön grün sein. Wie schon gesagt. Und da machen wir jetzt überall rundherum nochmal so ein Berg, vielleicht machen wir da auch noch irgendwo, wo man so hochgehen kann und irgendwo so oben drauf ist dann irgendwie so eine Hütte oder so, wo man dann halt eben so sitzen, essen kann und vielleicht auch dann so eine Wasserrutsche gibt es hier auch, die dann halt irgendwie so runterführt nochmal den Berg oder so. Schauen wir mal, was wir hier alles machen können. Auf jeden Fall, hier haben wir schon mal alles grün und dann müssen wir das Ganze jetzt nochmal nach oben. Wasser, ja, da könnten wir auch Wasser hinbauen. Komm, ich mache dann hier mal so einen kleinen See. Ja, komm, wir machen hier mal einen See. Hätte ich jetzt echt Bock. Kann ich das? Warum kann ich denn da keinen See machen? Ah, okay, da muss ich erstmal so einen Boden. Ja, ja, ich bin behindert. Da muss man erstmal so einen Boden machen. Und dann kann man da so einen See machen. Ja, machen wir hier so einen kleinen See. Hier wird so die Seaside. Ja, aber noch nicht. Erstmal das ganze Terrain nochmal hoch machen, ja. So, wir werden das nicht so viel machen. Ja, eher so ein bisschen dezenter. Ja, nicht so viel. Und zwar hier fangen wir halt eben an. Die Sache ist halt eben die, dass ich das Ganze dann halt nochmal färben muss. Das wusste ich jetzt leider nicht. Das ist schon ein bisschen blöd. Aber auf jeden Fall passt schon mal die Intensität und auch die Größe. Das passt. Scenery Lock, Surface Lock. Ich weiß halt nicht genau, was das bedeutet. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber okay, wir werden wahrscheinlich dann nochmal drüber müssen. Hätte ich wissen sollen. Aber macht ja nichts. So, wir machen jetzt hier, wie gesagt, überall schön. So ganz leicht. Ja, muss ja nicht viel sein. Auf den Anfang auf jeden Fall so ganz leicht. So, alles ein bisschen nach oben. So, dass man die Menschen da unten drin sind. Nicht so weit nach außen sehen können, beziehungsweise halt, dass alles so ein bisschen ein geschlossener Park ist. Und das gefällt mir. Und dann kann man das Ganze auch so ein bisschen besser, keine Ahnung, so ein bisschen besser aufteilen. Dann kann ich sagen, zum Beispiel hier kommt das hin, da kommt das hin und das mache ich jetzt auch. Ich werde jetzt nämlich so eigene Gebiete noch mal ein bisschen machen.
So, Moment, hier einfach mal schön entlang. So. Wenn so hoch passt das eigentlich. Viel breiter will ich das nicht machen. So. Von der Höhe her geht eigentlich dann noch viel mehr. Viel höher. Viel, viel höher. Aber das dauert halt auch. So. Das dauert auch. Passt. So. Und dann nochmal hier entlang. Mach das aber jetzt so ein bisschen dünner hier. Wenn es geht überhaupt. So. Und okay, von außen sieht das dann ein bisschen blöd aus, aber wenn man dann von innen so das betrachtet und dann von innen da irgendwie da hinguckt, dann sieht es eigentlich schon gut aus, dass da so eine Wand ist. Beziehungsweise halt eben da so ein großer, großer Berg. So, Moment. So. Aber das, ja, das ist auch eben blöd. Je nachdem, wo man halt eben hinguckt, geht es dann in diese Richtung. Das will ich nicht. Ich will, dass es einfach nur nach oben geht. Ja, einfach nur nach oben. So. Einfach nur schön nach oben das Ganze. Und hier am Anfang vom Schatten kann ich ja sehen, wie hoch das ist. Deswegen machen wir das alles hier schön eben. Diese Höhe. So. Denn ich habe da ein bisschen was vor. Ich will da nämlich oben, wie gesagt, so eine Art... so einen Weg machen, der halt sich so irgendwie durch die Berge schlängelt oder so, wenn ihr versteht. Und dann oben drauf halt nochmal so ein schönes Plateau oder so, wo man dann, keine Ahnung, noch irgendwas zum Fahren hat oder so, wo man sitzen kann, essen kann. So eine kleine Märchenwelt halt würde ich da irgendwie so bauen, so in der Richtung. Ja, auf jeden Fall cool. Ja, ja, das gefällt mir. Jo, und wie mir das gefällt. So. Finde ich nice. Ist ein bisschen Gefummel. Ich weiß, eigentlich könnte man auch sowas machen, ohne aufzunehmen. Aber ich will euch halt wirklich alles euch zeigen. Was wirklich irgendwie dazu geführt hat, was ich hier alles so gebaut habe, bis der Park dann eben fertig ist. Und das ist nämlich echt interessant, irgendwie dabei zuzusehen. So. Dann nochmal hier rüber. Das Ganze wird jetzt halt auch nochmal grün gestrichen. Muss ich ja nochmal ran. So. Ich denke, das wird echt cool. So, hier hinten, da kommen wir später noch hin. So, auf jeden Fall hier so. Und irgendwas, was ich halt einfach cool finde, das Ganze ist halt eben auch so ein bisschen spontan. Die ganzen Sachen, die ich halt hier so gebaut habe, waren eigentlich spontan. Ich habe einfach angefangen. Und hatte nicht wirklich so ein richtiges Bild vor dem Ganzen, was ich halt eben hier so bauen will und so. Und dann hat sich das einfach irgendwie so gefügt. Und das finde ich halt eben cool. Das alles ist halt wirklich aus... reiner Kreativität und Spontanität entstanden. Das finde ich nice. Ich habe mir auch irgendwie nicht andere YouTuber oder so reingeschaut, reingezogen, die halt auch irgendwie sowas bauen, sondern ich habe einfach nur gedacht, nee, ich will das so und so und so und habe es einfach dann gemacht. So, machen wir hier noch flatten to surface, damit das Ganze hier noch so ein bisschen flach ist, weil das ist hier nicht flach. So, ich will das hier auch hinten hier so flach. So, auch hier. So, wunderbar. Jetzt muss ich halt das Ganze nochmal halt ja, grün machen, aber ist ja scheißegal. Hauptsache, das alles ist jetzt hier schon flach. Ist es auch. Schön. Gut. Okay. Ja. Ich denke, das wird geil aussehen. So. Dann diesen Terrain nochmal kurz bemalen. Damit das alles wieder grün ist. Das soll nämlich nicht wie Felsen aussehen. Das soll nämlich alles aussehen wie groß. So. Auch hier. So. Mal schön hin. Geht eigentlich eh recht schnell. Nur wenn ihr das Größte ausgewählt hat. So. Und da, wie gesagt, hier ungefähr, da so oben, will ich dann so eine Art Berg machen und vielleicht noch so einen See irgendwie so drauf. Müssen wir mal gucken. Da muss man einfach Schritt für Schritt ran. Ja. Am Anfang ist immer schwer, das Ganze irgendwie so sich wirklich vorzustellen. Machen wir schon. Und da will ich auch so eine kleine Meile haben oder halt eben so eine kleine Straße, wo so ein Fahrgeschäft nach dem anderen ist. Ja, möchte ich nämlich solche kleinen Dinge machen wie das hier. Ne? Das will ich auch noch. Das will ich dann da unten haben. Ja, unbedingt. So, okay. Und wirklich, wie gesagt, ich mache hier gerade wirklich nur die groben Dinge. Es gibt noch so viele Feinheiten, die man machen kann. Das ist echt krass. Ich meine, ich war jetzt hier schon fast 10 Minuten unterwegs, nur um hier die Mauer hier hoch zu machen. Ja.
Dieser hier den Boden. Ja, schon krass. Gut, okay. Jetzt werden wir nämlich hier so eine kleine Hauptstraße bauen. Die ich halt wirklich durch den ganzen Park halt eben geht. So, und das möchte ich in der Farbe haben. Länge Gross und auch die Breite. Wie gesagt, Hauptstraße. So. Das Ganze so breit. Und, oh, das ist jetzt blöd. Und das muss jetzt hier so, nee. Muss jetzt hier so ein bisschen rüber. So. Okay. Gut. Wie gesagt, Hauptstraße und daran werde ich dann einfach weiterbauen. So, die soll einfach mal bis dahin führen. Und mal hier so da hinüber. So. Also ganz bis da hinten durch. So. Weiß halt nicht, ob das auch wirklich gut ist, was ich gerade mache, weil man einfach nicht weiß, wie und wo man was hinbauen wird. Und vielleicht kommen da auch ein paar Ideen dann wieder. Aber ich denke, das wird schon passen, weil ich glaube, ungefähr muss man schon so einen Grundriss haben. Wenn man irgendwie keinen Grundriss hat und einfach nur so davor sich hinbaut, dann wird das Ganze auch ein bisschen asymmetrisch und am Ende weiß man halt echt wirklich auch nicht, was man da jetzt großartig bauen soll. So kann ich wenigstens dann die Wege anbauen, anknüpfen und so weiter. Und dann passt das. So, dann soll man einmal bis hier hinten dann durch. Und hier nochmal so ein Knick darüber. Und dann hier nochmal dahin. So. Und dann auch nochmal so ein Knick darüber. So, und dann das Ganze wieder hier nach hinten. So. Oh, das ist jetzt wieder schräg, das mag ich nicht. Moment, ich bin halt so ein symmetrischer Mensch. So. Hier muss das nicht symmetrisch sein unbedingt. Hier werde ich dann einfach hier so einen Weg dahin bauen. Ne, was habe ich jetzt da gebaut? Das wollte ich nicht. Hier einfach mal so an diesen Felsen da vorbei. So. So. Und auch hier dann das verbinden, dass man hier noch runter kann. So. So. Und auch, dass man da noch rüber kann. Geht das? Kann ich das hier verbinden irgendwie? Ich glaube, das geht nicht, oder? Kann ich das nicht damit verbinden? Das ist jetzt blöd. Ich wollte nämlich das hier damit verbinden. Kann ich denn von hier aus das irgendwie bauen? Moment mal. Von hier aus, dass man da so hoch kann? Geht das? Eigentlich würde ich das gerne hiermit verbinden, aber irgendwie will das nicht. Und hier so hoch das Ganze? Nö, will auch nicht. Komisch. Okay, was mache ich denn jetzt? Und hier so nach oben? Moment. Ja, den hier. Kann ich denn nicht da irgendwie, dass man auch da einfach hinein kann in das? Nee. Das ist jetzt echt ein bisschen nervig. Scheiße. Wenn ich das so wenig mache, irgendwie so. Nur so dünn und dann hier so eine. Ja, den hier. Und dann so neben der Bahn so runter. Warte mal, das ist wieder was Spontanes, aber irgendwie klappt das nicht. Und jetzt hier runter. Geht nicht. Okay. Scheiße. Und hier so wieder hin. Ich will doch einfach nur den Weg da unten verknüpfen, dahin. Dass man einfach hier so runter wieder kann. Ist das zu viel verlangt? So. Nee, das geht einfach nicht, ne? Nee, das geht einfach nicht. Okay, dann machen wir das einfach wieder weg. Alles, komm. Alles weg. Alles weg. Da kann man irgendwie nicht hin. Das ist blöd. Das ist einfach scheiße. Wäre aber cool gewesen, wenn wir das irgendwie hätte verbinden können. Ja, egal. Dann machen wir hier einfach weiter. Aber was war das, was ich hatte? War das das da? Ne, das war es nicht. Das da? Was? Was das? Ne, was war das jetzt, was ich hier hatte?
Doof, was war das jetzt? Das war doch das hier, oder? Ne, das war es nicht. Das müsste es gewesen sein. Ja, das ist es. Egal, dann machen wir einfach hier das so rund herum. So, machen wir das hier ein bisschen dünner. Dann einfach da so herum. Dann kann ich da vielleicht noch irgendwie irgendwas Cooles dahin bauen, was irgendwie cool aussieht. Schauen wir mal. Haben wir hier einfach den Weg hier schon entlang. Dann sehen wir ja, was man da noch machen kann. Hier so ein bisschen rüber geschlängelt. Genau. So. Passt. Da habe ich jetzt immerhin so ein kleines Raster, wie man sieht. Ne? Da habe ich hier ein schönes Raster. Da das Ganze will ich hier nochmal komplett hier runterfahren lassen. Das wäre auch nicht schlecht. So. Aber warte mal, was waren jetzt da die Width, die ich hatte? Ich glaube 8 Meter. Oder war das weniger? Ja, ich glaube, so war das. Ja, genau. So. Und einfach schön gerade hier runter. Passt. So, und da wird jetzt einfach alles noch gebaut. Ja, da wird jetzt alles noch irgendwie hinkommen und so. Dass man da einfach mal so einen schönen Spaziergang hat, dass man einfach hier so überall so rum kann. Das finde ich nice. Dann schauen wir, was wir hier noch so machen werden. Vielleicht mache ich dann noch ein paar andere Wege, die so ein bisschen breiter sind, so ein bisschen geschlängelter, so ein bisschen, keine Ahnung wie. Schauen wir mal, ich werde das Ganze spontan machen. Ja, wenn du alles ins Detail planen kannst du jetzt auch nicht. So, Moment. Man kann halt ungefähr wissen, was man so circa im Kopf hat und bauen möchte. Mal hier auf jeden Fall. Das ist halt eben das Blöde. Wenn man einmal das hier so gebaut hat, kann ich dann hier nicht weiterbauen. Das ist halt eben echt doof. Da muss ich halt eben hier so weiterbauen. Egal, macht nichts. So, dann hier nochmal runter. Weil man ganz hier unten ist. Genau. Und dann nochmal da so hin. Die Wege kann man ja sicherlich auch dann später nochmal ändern, wenn ich irgendwie eine andere Farbe haben will oder so. Wenn ich nicht will, dass der ganze Park mit der gleichen Farbe ist. So, 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 so. Du kommst mir einmal bis da ganz nach hinten durch. Und knüpfst dann dort an. So. Da jetzt am besten das hier direkt anknüpfen lassen. So. Weil sonst, ja, kann ich da hinten nicht mehr viel bauen. Und da könnte ich eigentlich auch den ganzen Weg nochmal so machen, ne? Weil sonst sieht das schon ein bisschen blöd aus. So, aber das ist auch echt leicht zu ersetzen eigentlich. So. Haben wir das auch noch. Passt. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, fürs erste für diesen Part haben wir das wieder. Ich habe halt hier ein paar Wege gebaut, was ich echt wichtig finde. Man muss einfach diese Wege bauen. Vor allem auch, wenn man hier so hoch guckt, dann sieht es einfach nice aus, ja. Und da werde ich dann davon dann wieder so kleine Straßen machen, kleine Wege und so weiter. Und keine Ahnung, ich weiß ja nicht, welche Achterbahn ich dann noch bauen kann oder so. Ich meine, eine fette Achterbahn haben wir schon mal, aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich will dann noch mehr. Aber alle Achterbahnen können wir gar nicht hierhin platzieren. Das heißt, ich werde dann noch mehrere Parks bauen. Parke, Perke, keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusehen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt mal schön die Wege platziert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ich bin Jack Daniel. Haut rein. Nicht vergessen, das Video zu bewerten, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.